Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ihr seht, grandiose. Ey, habe ich eigentlich nirgendwo... Ach doch, hier unten mich wegzeuge. Grandiose 77 Brennstoffe müssen jetzt reichen. Um aufs Cargo zu kommen, wo ich noch nicht mal so weiß, wo es ist. Da. Bin da, okay. Das könnte sogar passen. Wenn ich jetzt in Richtung Hafen laufe. Da ist Schnee. Da wird wahrscheinlich kein Boot sein, ey. Soll ich gleich Richtung Tasty laufen? Oder hier so hin? Also Richtung Tasty ist am kürzesten. Ich habe beim Schnee noch kein Boot gesehen. Das ist so, was mich gerade... Naja, ich laufe erstmal hier über den Berg. Zumindest bei uns an der Starterbutze da an unserer zweiten. Das ist ja nicht schnell. Ist ja was. Weiß doch, ich laufe Richtung Tasty, da ist Dingens. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Schiff liegt. Das ist relativ schnell. Da bin ich hier, seht, das sind 5 Felder. Das fahre ich dem Schiff halt entgegen. Scheiß drauf. Ich denke, das macht mehr Sinn, als jetzt auf Verdacht in den Schnee zu laufen. Ich muss mich da echt mal schlau machen, ob generell im Schnee nie Boote anliegen. Vielleicht war es auch einfach nur Pech. 12 Spritzen, ja, ich habe jetzt extra nicht so viel mitgenommen. Ich meine, wir kennen uns ein bisschen auf dem Cargo mittlerweile aus. Also normalerweise hätte auch gereicht, hätte ich 4 Spritzen oder so mit. Oder 8. Also. Ja, war jetzt echt nicht geplant, also die Rust-Session hier. Spontan habe ich halt einfach jetzt ein bisschen Bock auf Rust gekriegt. Liegt natürlich daran, dass wir jetzt C4 gefunden haben und Explosive. Wir uns ja nichts vormachen. Ist irgendwie gar nichts gefunden. Ja, wer weiß, wir hätten ja trotzdem Cargo gemacht. Also, wie gesagt, ich habe gerade so ein bisschen Bock auf Looten irgendwie. Frag mich nicht warum. Das ist aber so. Und ich denke, das ist ja auch ganz. Geht da echt ein Transponder? Ist ja auch besser anzusehen, als würde ich jetzt hier irgendwie Farmerama machen. Was ich auch machen müsste eigentlich. Die Öfen mal brennen, aber hey. Gut, wir haben jetzt das, wir haben es auf jeden Fall gelernt, oder? C4 und. Alter. Und da ist ja perfekt. Plus den Rock haben wir gelernt, Straßenschild, Rock, sau stark. Ja, und ihr seht, ich habe 0 Brennstoff, also ich müsste dann echt mal Tiere farmen gehen und so ein Scheiß oder mein Öl mal brennen und Öl farmen oder sonst was und ach ja. Das sind alles so Sachen, wo ich im Moment gar keinen Nerv zu habe, gar keinen Bock drauf habe, wenn du was. Hier so ein bisschen rumlooten, ja, habe ich Bock drauf. Und hey, mach das, wo ich Bock drauf habe. Wie so, ob ich es jemals dann einsetzen werde, ob ich nochmal C4 crafte oder nicht, oder sei mal dahingestellt. Oder ob wir überhaupt nochmal in den Genuss kommen, dann eine Werkbank 3 zu stellen. Wird da davon abhängen, wie viel ich Lust habe, was zu spielen. Das wird sich jetzt gleich schon zeigen, wenn jetzt hier nicht gleich ein Schiff liegt. Alter, was ist denn hier los? Zombie Nation oder was? Die Zombies nicht ein Boot, ey. Es geht schon wieder los. Sogar mitnehmen.
Alter, ich wollte gerade sagen, schon mal ein bisschen warm schießen mit dem Python. Weil das war ja schon wieder ein Trauerspiel hier. Mein Gott, ey. Spiel, Alter. Gebt mir jetzt ein Boot, ey. Wenn das hier gleich das Schiff an uns vorbeifährt, weil ich kein Boot habe, dreh ich durch, ey. So. Da liegt eins, oder? Das ist nur die scheiß Butze. Ich wollte gerade sagen, habe ich schon genug gemeckert, aber nee. Ich bin schon im Hafen hier, ey. Ernsthaft? Das ist echt eine abgeschlossene. Sturmlicht, Alter, was ist denn los mit dir? Warum komme ich hier nicht reingebackt? Was ist hier los? Holzstein, Bandage können wir natürlich nochmal mitnehmen. Hier, so stark! Brennstoff hat er auch noch. Ja, guck mal. Da liegt auch ein Boot. Die Wände. So eine richtige Trollbase hat er gebaut, ne? Ist schön. Das Schöne ist, ich habe keine Leiter mit. Ich komme noch niemals rein, um an diese große Kiste dann aufzumachen. Der Sturm nicht, Alter. Du weißt, dass du da noch gebunkert hast, ne? Krass. Obwohl, ich brauche nur Holz, ich Idiot. Ja, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit. Also, das Schiff kommt ja uns hier entgegen. Einen Hammer hätte ich gar nicht machen brauchen. Schutz. Gar keinen. Ja, gönn. Gönn dir. So ein richtiger Trollbase hat er geboren. Guck mal, ist das schon. Guck mal, wenn das nicht passt, ey. Hier kurz die Kiste aufschlagen. Boot schnell am Abo-Schild. Natürlich leer, ne? Cool. Komme ich denn hier noch an die Kleine dran? Oh, ja. Perfekt. Gut. Jede Menge zu futtern, also ich müsste, wie ich das so richtig sehe, 0 Spritzen verbrauchen. Ja, das ist ganz schlau. Das Schöne ist. Ja, dann setze ich doch, Alter. Sollte jetzt echt hier nichts am Brennstoff kosten, oder? Ein paar Meter. What? Ach, der ist ja buggy. Geil. Lautlos Boot. Hallo, Jungs, wie geht's euch? Ich fahre gerade im echt scheiß Winkel an. Jetzt gleich mir ins Gesicht schießen. Hauptsache das Ruder macht Geräusche. Warum sieht das Wasser eigentlich so trüb aus? Warum schießen die Jungs nicht auf mich? Was ist hier los? Schon wieder gefickt hier. Ich glaube, ich smash erstmal so schnell es geht nach unten, ist der Plan. Also
obwohl du lebst noch. Jetzt zünde ich auch mal die Spritze. Naja, gönnt euch. Ich will wenigstens schon mal die Kisten aktivieren, das ist gerade so mein Plan. Ach, da ja noch, dann ist er leer oder was? Alter, was ist denn los mit dir? Mal bitte, was hält der denn aus? Ja, ich zünde die Spritzen, weil ich jetzt mit habe. Muss jetzt hier ein bisschen Gas geben. Wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen Zeit vertrödelt. Wo ist der Heinze? Pimmelt sonst immer hier rum. Ich sag, du bist drüben oder was? Ist er. Okay. Mein Gott, ist das schlecht. Weiß auch nicht, ey. Verhalten brauche ich immer so eine lange Anspielphase, ey. Das ist unglaublich. So, aber das war's ja hier unten schon. Das ist ja immer easy peasy. Also mal eben gucken, ob wir hier Kisten haben. Ein Popelzeug. Keine Aktivierungskiste am Start hier. Wie viele sind denn überhaupt schon? Sehe ich das? 3. Okay, sieht aber aus, ob 2 hier unten sein sollten. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier gerade loote. Anstatt erstmal die Kiste zu suchen. Aber jetzt nehme ich noch die Elite mit hier. Und die Waffe. Oh, so stark. Das, was wir brauchen. Und so ein paar Federn hier kriegen. Ja, kommen jetzt nämlich die beiden Kisten auch noch mit. Dann sind wir hier durch wenigstens. Die Etage hier. Alter, was ist denn los? Ist sie gerade respawn? Die Leiche schon weg. Oh krass, hier ist auch keine, oh, ganz schön viele Elite-Kisten, aber keine zum Aktivieren, ey. Krass, Leute. Tja. Ich eh nicht mit. Muss ich ins Rohr machen. Das ganze scheiß Fleisch hier, kann ich eh gleich wegschmeißen. Ich muss gleich einmal zum Boot gehen. Alter, was hier immer für eine Scheiße manchmal bei ist. Das ist eine wahre Pracht. Oh Mann, ey. Wenn ich jetzt natürlich jetzt voll auf Strom abgehen würde, könnte man den ganzen Mist gebrauchen. Das ist das Schlimme, ey. Ich muss einmal zum Boot. Ist natürlich jetzt mega scheiße, dass hier nicht eine Kiste zum Aktivieren ist. Richtig scheiße. Wo ist die Scheiße?
Das wird schon nicht angezeigt. Gut, sind alle oben. Das kann jetzt was werden, Leute. Alter, nicht ein Heady oder was? Dawn. Der E0 gegen die Sonne. Oder gegen das Licht. Ah, okay. Alter! Wenig, da ist auch noch einer. Ich sehe ihn halt nicht hier von der Seite. One man fucking down. Alter! Zwei hier hinten angeblich. Mein Gott. Wir haben ja schon mal eine hier oben gehabt, ne? Alter! Alles gut, muss ich. Brauch's nicht mal hier. Kleinen Leck einstreuen, ne? Okay, ich weiß nicht, wie gesagt, ob wir noch die Viertelstunde haben. Die war ich auch noch nie. Genau, da ist schon. Man muss halt ein bisschen rechts daneben halten, weil das Schiff gerade eine Kurve fährt. Geil, oder? Geil, Omato, ey. Aber one man fucking down. So, sehen wir sonst noch einen hier?
Naja, wir können runter, also. Alter. Gut, eine Kiste ist noch mittig irgendwo. Und solange wir die Zeit haben, können wir es versuchen. Ach, ganz vorne ist sie. Ja, Respekt. Bisschen wenig Muni hier mit. Ich wollte gerade sagen, nur zwei Headies von Python und du lebst noch oder was? Ohne die Kiste habe ich auch noch nie gehabt. Siehst du mal, wie selten ich hier alle drei Kisten aktiviere. Aber mittlerweile ist man ja so ein bisschen... Alter! Bisschen lockerer geworden, wollte ich sagen. Was das... Cargo angeht. Keine Karten brauche ich nicht. Ja, ich glaube, das war der letzte, ey. Wenn dann hier nochmal auf der Seite einer unten. Glaub echt. Nicht zu früh. Hier könnte nochmal einer in dem Zwischending. War ganz schön wenig, oder? Auch hier waren wenig drin. Das war schon mal eine Ecke mehr. So. Ja, ich... Was soll man machen? Wir können jetzt noch warten. Ich smash mal einmal hier nochmal durch. Wieder mal was nachgespawnt ist. Aber da waren ja schon alle drei Kisten da. Es spawnt immer in diesen drei Wellen. Aber vielleicht haben wir eine Kiste übersehen, oder? Können wir ein bisschen einsammeln, was wir weggeschmissen haben. Taucherzeug können wir auch getrost liegen lassen. Gut, hier haben wir alles. Ja, dann haben wir hier nicht auch was hingeschmissen kriegen. Hey, Fleisch! Nagelpistole! Dritte Ölraffinerie, ja! Können wir mal im Shop stellen. Gut! Ja, Scientist-mäßig ist alles platt. Also ich glaube ich zumindest. Sonst wäre uns auch nochmal einer begegnet hier. War aber ein bisschen wenig, muss ich sagen. Vielleicht war nicht so viel los, ist gerade auf dem Zimmer. Ich weiß ja nicht. Vielleicht haben sie auch irgendwas geändert, ich habe keine Ahnung.
Gut. Eine Feder nur, das ist aber mager hier. Generell der Loot ist mager. Mit den Brennstoffen und Stoffen. Obwohl, komm, was soll's, ey. Also, der ist ja richtig mager. Oder nicht, Leute, oder? Ja? Das ist nicht viel, ey. 6 Minuten rumpimmeln. Auch hier sind wir doch sonst mehr Kisten. Na gut, haben wir mal ein bisschen Zeit, da Dinge zu erkunden hier, aber. Ja, ich hoffe wenigstens vorne die beiden Kisten kriegen wir, bevor der Alarm losgeht. Und wir hatten echt verdammt viele Elite-Kisten, ey. Dafür haben wir echt so wenig guten Loot. Nicht eine Waffe bisher. Krass. Nicht eine Waffe. Überlegt euch das mal. Sonst immer hier Waffen rausgeholt. Aber wie gesagt, ist alles irgendwie ein bisschen komisch, ne? Wenn das mal so mit früheren vergleicht. Scientist-mäßig und loot-mäßig. Guck mal, wie schön jetzt hier. Wir sind bei uns in der Nähe, ey. Oh nein, wir fahren nochmal eine Runde. Cooles Detail. So, was sagst du? 5 Minutes. Krass. Ja, ich meine, 5 Tech-Trash ist jetzt auch nicht die Welt. Ja gut, Doppeltür, aber haben wir. Okay, können wir auch noch einsetzen. Ein paar Rohre. Eigentlich mal, obwohl das wer weiß, was da gleich für ein Scheiß noch drin ist. Aber guck dich das an, das ist ja lachhaft. Und das habe ich ja noch mitgebracht hier. Mein Suit. Das ist alles, was ich aus den Kisten unten habe. Alles. Krass. Wirklich krass. Ich meine, gut, 250 Scrap Attack. Aber es hat ja auch nicht nochmal getrötet irgendwie oder sowas. Also. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, was die geändert haben. Also hier war ja eigentlich relativ früh los. Also. Naja, scheiße, Alter. Dein Ernst, ey. Ich bin so früh hier drauf gegangen. Alter, ja, wir kriegen nicht eine Kiste mit, Jungs und Mädels. Weil der. Wenn der losgeht, ja, der fickt uns richtig. Alter, mach los das Ding jetzt hier. Krass. Sau ärgerlich, ey. Ich bin doch direkt eigentlich los, wo das alte Scheißding gespawnt ist. Ja gut, ich habe lange gebraucht bis zu der ersten Kiste hin, ey. Oh Mann, ey. Super nervig. Da fahre ich auch noch genau verkehrt rum, ey. Ja, aber die 4 Minuten hätte ich nicht mehr gepackt. Ja, Leute. Das war ja jetzt nicht so geil. Ich meine, der Vorteil ist, ich kriege alles mit einmal mit. Ich muss nicht zweimal laufen. Aber ich werde jetzt eh beim Daniel hier anlanden. Alter, dein Ernst. Das ist ja jetzt richtig ärgerlich. 4 Minuten. Würde ich glaube, selbst wenn ich als erstes, ja gut, ich habe unten gelootet, ne? Wäre er knapp geworden, aber vielleicht hätte ich übrigens eine mitgekriegt. Ja, richtig ärgerlich. Die ganzen Süchtels an hier, ey. Ja, schade. Aber wenigstens habe ich das Scrap zusammen für die MP.
Muss das Positive sehen. Das hat hier alles ohne Sound, das ist auch sehr komisch. Ich hätte auch einfach hier hinlaufen können, aber das war das Boot. Aber ihr seht ja, hier liegen auf jeden Fall Boote. Wollen wir demnächst mal gar nicht so einen komischen Weg laufen. Naja. Irgendwas Wichtiges noch? Nicht wirklich. Komm, gönnt euch. Lass ich mal drinnen. Vielleicht findet es einer. Was Boot, die Kate. Ja, ganz komischer Run. Aber vielleicht habe ich es auch einfach zu spät gehört, ne? Ich habe es ja gehört, wo es getrötet hat. Vielleicht, wahrscheinlich war es da schon das zweite oder dritte Tröten. Hätte mal auf den Chat achten sollen. War eigentlich auch nicht meine Intention zu sagen, ich mache jetzt noch eben Cargo. Ja. Das macht auch keinen Sinn. Wenn jetzt überlegen, ist eben zum Scrabber, aber ich habe kaum was. Stromgedöns, wie gesagt, könnten wir aufheben. Wir könnten da jetzt echt so. Der Funkempfänger. Ja gut, da bräuchte ich mehrere von. Aber wir könnten zumindest gegenüber von unserem Eingang irgendwie. Was Viereckiges hinbauen mit dem Garagentor, wo wir ein Geschütz reinstellen, dass wenn uns einer online raidet, dass wir von unserer Base drin sind und dann das Tor öffnen können. Und dann da ein Geschütz eskaliert. Im Idealfall haben wir vier. Die komplette Base rund ist. Oder dass wir es halt zumindest aus unserem zweiten Stock dann. Oder ich vielleicht mache ich sogar einen Zwischenstock noch. Nur aus Stein. Könnte man ja alles machen. Dass man dann halt rausgucken kann und sagen kann: Jo, ich mach mal alles auf. Gönn dir. Kriegst du in der Fresse geschossen. Ah. Ja. Er ist auf jeden Fall fast repariert schon, so stark. So. Ja, gut. Hier haben wir ein paar. Das ist natürlich nice. Kann ich auf jeden Fall ein bisschen Rüstung machen. Und Waffenteile sind natürlich super nice. Eine Feder ist mega schwach. Und dann halt mal Stromgedöns noch hier. Empfänger und Pager ist natürlich super. Mich würde mal interessieren, was so ein Scheiß kostet zu lernen. Die Frage, wo ich den Forschungstisch hingeballert habe. Nur mal Interesse halber, ne? Lernen tun wir das. Ja, geil. Geil, geil, geil. So. 20. Das ist ja geil. Ich dachte, das kostet jetzt irgendwie Unmengen Stromzeug.
Das Gedöns hier, den haben wir glaube ich gelernt, aber wir können noch mal gucken, das wäre noch ganz geil. Gut, den hatte ich 75, den habe ich aber gelernt, meine ich in Tür öffnen. Das ist Schwachsinn, das brauche ich nicht. 20. 75, aber da haben wir auch zwei von. Ja, cool. Cool, Leute, echt cool. Könnten wir echt ein bisschen abgehen. Mal so ein bisschen Stromgedöns. So, jetzt muss ich mal eben hier... Da habe ich schon wieder einen Airdrop gehört, da will ich auf jeden Fall mal gucken gehen. Ja, ihr seht, ich muss hier Ordnung schaffen. Das mache ich aber ohne Aufnahme. Habe ich keine Sorgen. Da muss ich, hatte ich den Loka gelernt? Erstes, glaube ich, oder? Ja, sehr geil. Ja, da muss ich nämlich echt gucken, wie ich das mache. Ich weiß, ich störe schon wieder hier irgendwie Zeug mit mir rum. Ja, das ist scheißegal. Was soll ich hier? Ach, bei uns hier vorne, ja, da muss ich hin. Da muss ich hin und dann nehme ich auch gleich Karten mit, dass wir Kraftwerk machen können. Und hier haben wir ein bisschen Spritzen, das haben wir wahrscheinlich schon zu viel Spritzen. Auch davon zu viel. Auf geht's, auf geht's. Ja, wenn er uns vor der Haustür schmeißt, Leute, dann machen wir das nochmal eben. Ihr habt es gesehen, ich brauche nochmal ein bisschen Scrap. So 100, um so ein bisschen Stromscheiß zu lernen. Weiß auch nicht, was es dann in der Herstellung kostet, ob es dafür auch nochmal Scrap kostet. Wer weiß. Habe ich auch schon gelernt. Oh, ich weiß es nicht. Schmeißt den echt ins Kraftwerk rein? Hinter das Kraftwerk, ne? Wieder. Wo wir letztes Mal einen Fight hatten mit Mac. Den Drecksack, ey. Schöne Grüße an dieser Stelle. Falls es siehst. So, müssen wir ein bisschen gucken. Hier ist immer Scientist Party auf der Seite. Na, komm, gesagt, Alter. Alter, und wieder. What? Ja, geil. Schmeiß mich mal raus mit null Referenz-Error, weil ich den verkackten Scientist ins Gesicht schieße. Krass. Zum Glück war er tot. Jetzt wird er uns jetzt noch umnieten. Ich hoffe, dass er tot war. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Das kenne ich sonst nur von 7 Days. Null Referenz-Errors. Nicht eine nackte Leichte, Alter, bitte nee. Geil. Ah, der Kälte fickt dich eh. So heilen. Ja, ist echt so die Stelle, ne? Wo er letztes Mal auch gelandet ist. Alter, ja, ja, komm her. Junge, Junge, ey.
Augen zu und durch, ey. Oh, jetzt kommen die bösen Scientists. Krass. Okay. Ach, Leute, ich weiß auch nicht, ey. Ich weiß es nicht. Es kotzt halt nur noch an, ne? Es kotzt halt nur noch an. Ja, Spaß. Dein Ernst? Komm her. Warte, Kleine. Drecksau. Hat der Spaß nicht nachgeladen? Aha. Alter, ich bin noch nicht so lange, dass schon wieder der nächste Heli da ist. Ernst, ey. Ein Flammenwerfer. Gib mir doch ein paar Federn, ey. Alto Belly. Jetzt finden wir aber echt das, was wir so brauchen, ne? Was, ist das jetzt nachgespawnt? Das war doch gerade noch nicht drin, oder? Bin ich komplett durch oder was? Ist soweit? Ja gut, Heli ist da und so weiter. Ich gehe nach Hause, Leute. Scheiß drauf. Kein Bock. Auch nicht eben dem kaputten Scheißding jetzt hier. Naja, können hier noch die Kiste mitnehmen. Zombie rum, ey. Ach Junge, verpiss dich einfach. Muss ich dich abflammen. Da kannst du noch einmal drauf drücken. Doppelläufige! Juhu! Bitteschön! Bring ich euch. Unglaublich, ey. Ja, man kann halt schon nichts mehr anfangen mit dem ganzen doppelläufigen Scheiß. Hallo. Servus. Glück auf. Ju, Leute. Scrap-technisch hat es jetzt nicht rausgerissen. Ich hätte noch mal scrappen sollen. Aber mit dem Heli und so hatte ich jetzt nicht wirklich den Drang dazu. Ja, ihr seht, ich muss jetzt hier unbedingt Ordnung schaffen noch. Ich denke, das mache ich auch bevor ich knacken gehe. Ich hatte doch noch irgendwo... Ich muss auf jeden Fall den Empfänger leeren. Komm, das machen wir schon mal eben. Hatte ich nicht nur irgendwo 4 Scrap reingelegt? Vorne, glaube ich. Ne? Ah, hier das Tor wollten wir auch noch scrappen. Hier haben wir noch den Pager. 2 Sicherungen können hier vorne gleich bleiben. Okay, wie heißt du? Funkempfänger.
Funkempfänger, 8 hochwertig, ein Elektrikschrott, ja, gönn dir. Das können wir auch noch scrappen. Licht kann hier bleiben, da haben wir auch noch Scheiße drin. Ja, hier sind noch zwei Scrap-Bahns, okay. Ja, das können wir eigentlich hier lassen. Gut, Leute. 45 Minuten ist natürlich jetzt eine etwas kurze Folge, deswegen, ich denke mal, ja, wieder kriegt halt mal eine kürzere Folge. Von daher verabschiede ich mich einfach mal. Vielleicht cutte ich aber auch noch was dran, dann habt ihr eine Bonusverabschiedung. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, das andere in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ja, servus. Glück auf. Herzlich willkommen. Ohne Musik, ohne Logo. Ja, ich hatte mich ja verabschiedet in der letzten Folge, deswegen dachte ich mir, begrüße ich euch nochmal. Ja, ich weiß gar nicht, wieder 3-4 Tage her. Ich habe mich gerade mal eingeloggt und das wäre natürlich schön, wenn es jetzt mal Tag werden würde. Ja, ich wollte euch mal zeigen, was so Stand der Dinge ist, bevor ich jetzt hier die Tage eventuell geradet werde. Ich habe halt ein bisschen umgebaut. Wie ihr seht, auch hier ein bisschen Straßenschildrüstung noch gecraftet und so weiter. Halt alles so Standardgedöns. Ja, hier hat sich nichts getan. Außer, ja, wir haben noch jede Menge zu leeren. Holz kann auch wieder rein. Ich brauche Seile. Seile ohne Ende quasi. Ich hatte beim Nachbarn vor, ich weiß gar nicht, 2-3 Tagen ein bisschen Schwefel und Eisenerz geklaut. Wo er online war, bin ich rein in sein Compound. Ich wollte mal gucken, aber ich denke nicht, dass er die Öfen jetzt noch voll hat. Da bräuchte ich halt ein paar Leitern und ein bisschen Eisen habe ich noch. Ich weiß nicht, was ist, so 16k oder sowas waren. Und mir war 12k Eisenerz und 4k fertige Sulfur hatte ich ihm halt abgezogen. Einfach mit 2 Leitern rein, mit 2 Leitern wieder raus. Ja, habe ich leider nicht aufgenommen gehabt. Jetzt hier vorne noch eine Axt liegen. Nur die komische. Komm, ich gehe nochmal rein. Ja, wie gesagt. C4 hatte ich ja gelernt, Explosive und die MP. Aber da müssten wir halt echt erstmal jetzt Scrap farmen und sowas für. Hier für eine Werkbank 3 und geh doch hoch, ey. Und generell müsste ich halt richtig Zeit investieren und habe ich ab im Moment halt einfach keine Lust zu. Die Zeit in Rust zu stecken. Ja, war ja wie gesagt von Anfang an auch nicht so vorgesehen hier bei der Staffel. Vielleicht kommt das nochmal, wie gesagt, ihr kennt das bei mir. Ich bin ja mal ein bisschen wankelmütig, was Rust betrifft. Vielleicht gehe ich nochmal irgendwie einen Kick. Dass ich sage, jo, wir müssen doch nochmal unbedingt Gas geben. Dann haben wir auf jeden Fall die Optionen dazu. Weil wir es halt schon gelernt haben. Aber ich gehe da nicht von aus. Wie gesagt, ich werde ab und wann mal ein bisschen reingucken. Sofern ich die Zeit habe. Ich bin demnächst eher 4 Tage, oder ja, fast 5 Tage, wo ich mich nicht einloggen kann. Dann ist hier eh kein Raid-Schutz drauf. Und guck mal, wieder ein Garagentor verkauft. Dann gehe ich eh davon aus, dass ich geradet werde. Ich weiß gar nicht, hatte ich das schon gezeigt hier oder hatte ich das mit aufgenommen gehabt? Also ich habe hier... Ja, super. Aber letztes Mal kam ich da noch hier locker easy rein. Was ist denn wieder los, ey? Mei, ich muss jetzt echt wieder hier so einen alten...
Ja, super nervig. Also raus geht natürlich easy peasy rein, ist natürlich hier zum Kotzen. Ich habe jetzt hier diese Dingenswaffen und hinten habe ich halt eine Ausrüstung komplett drin hier. Kann nervt mich jetzt da rein zu backen. Ich bin in den Airdrop geflogen, ich ist da gerade ein Spieler lang geflogen, habe ich da gehört, den komischen hier die. Wer bist du denn hier, Alter? Das ist aber eine komische Flugbahn. Do it! Ja, hier bin ich halt rein bei unserem Nachbarn. Ist aber wie gesagt jetzt auch schon 2 oder 3 Tage her. Wollte mal gucken, ob man irgendwie was. High Life wohnt hier übrigens. Oh, da war nochmal Gas gegeben jetzt. Mit seinem Mauerkind. Krass. Sehr schade, dass ich nicht aufgenommen habe. Holztor kommst du natürlich auch mit Leitern drüber. Oh, es war schon einer drin, der dann wieder sich rausgebackt hat. Ja, ist ja gut. Gut, brauchen wir nicht rein, da war schon einer drin. Wollen wir hier jetzt noch eins dran kriegen, aber es sind schon zwei. Far away. Ach, nervt doch nicht rum, ey. Ja, hat auf jeden Fall Gas gegeben. Nochmal einen zweiten, dritten. Ich weiß nicht, müsste man echt mal gucken, nicht, dass das irgendwie mehr wie zwei Ringe sind. Ja. Ich wollte es euch eigentlich nur nochmal zeigen. Aber macht ja dann auch keinen Sinn. Ganz intelligent mit offenen Fenstern. Weiß nicht, ob es zu ihm gehört oder was. Ja, seht ihr mal, was ich hier so tue, ne? In meiner Gegend. Ja, kein Bock jetzt zum Airdrop. Weiß ich nicht, was sollen wir da erwarten? Was wir gebrauchen könnten, kriegen wir eh nicht mehr aus dem Airdrop. Will ich gerade, ob wir irgendwie einmal Kraftwerk machen sollten oder was? Geht eigentlich nur um Scrap. Man könnte auch eine Raketenbasis machen, ne? Irgendwo mehr Scrap kriegen. Ihr merkt, meine Motivation ist so semi, ne? Können wir mal eben gucken, was wir. Haben wir überhaupt noch was an Scrap? Wir können natürlich einmal Kraftwerk und dann können wir da mal durchscrappen. Ein bisschen was zum Scrappen habe ich ja, das Holztor und so ein Scheiß. Aber ansonsten ja hier. Das kann weg. Wir brauchen Seide, müssen wir ein bisschen Negern schreddern. Auch die Hälfte locker aus. Ja gut, 283 hätten wir immerhin schon, also nicht ganz so weit der Weg bis zur Werkbank.
denke, wir werden auf jeden Fall mal einmal Kraftwerk jetzt machen. Ich hatte auch schon ein bisschen Stein gefarmt in einem Tag. Also, ihr seht, ich könnte anfangen, einen zweiten Stock hier drauf zu bauen. Aber wie gesagt, macht halt echt nur Sinn, wenn ich jetzt hier irgendwie sage, jo, ich gebe nochmal Gas, aber... Packst du mal eben Tiere hin. Sehe ich halt aktuell jetzt nicht so. Wenn das, keine Ahnung, wie gesagt, kriege ich noch den Kick oder was, dann... Ja, kann ich hier nochmal einen zweiten Stock drauf bauen, aber... Wie ich auch sagte, ich bin ja erstmal 5 Tage im Urlaub und... Ich werde mich in der Zeit hier nicht einloggen. Also ich werde keinen Rechner mit im Urlaub nehmen. Und... Ja, macht es halt wenig Sinn, dann jetzt hier irgendwie zu sagen, ich hau jetzt noch hier was weiß ich was hin. Vielleicht eh nur der Abkeep. Könnte man dann danach machen. Wie höre ich denn? Ich wieder da bin, dann könnte man das machen. Sofern die Butze da noch steht, wovon ich nicht ausgehe. Deswegen einfach mal abwarten, Leute. Die Straße lang. Da steht hier nochmal ein Fässchen rum. Das sieht doch mal aus, ey. Ja, ne? Raid-technisch, wollte ich jetzt erstmal noch so ein Tech Trash Scrap, ja, aber werde ich jetzt Scrap immer, wir brauchen Scrap. Scheiß drauf. Sollten wir nochmal echt die Kurve kriegen, so dass wir hier unbedingt was raiden wollen mit C4 oder was. Wie gesagt, der Vibe geht ja auch noch. 11, 17 Tage, also wer weiß. Dann können wir immer noch mal ein bisschen was klar machen. Hey, seine. Stand doch hier auch immer ein Blaumann rum. Ach, ich habe kein Suit mit. Ich bin. Ey. Ach komm, dann gehen wir wegen Squabben eben. Kann ich auch noch niemals. Hallo, Bär. Ein Bär müsst ihr irgendwie auch mitnehmen. Oh, Brennstoffen. Ja, dann gehe ich übrigens eben scrabben. So stark, ne, mit dieser... Straßenschildrüstung, kriegst du gleich Strahlung. Zack. Ist das schon wieder irgendein Wolf oder was? One bear fucking down.
Naja. Jetzt ist ja doch noch ein bisschen genug, wenn ich den Bär auch noch mitkriege. 12 Seil, das reißt jetzt auch nicht raus, ey. War doch down, oder? Ich meine, er hat schon gut gefressen gehabt. Was ist denn hier los mit den Tieren? So, alles was nah ist, treffe ich nicht, wenn man so weit wegrennt. Ah, der Bär ist down. Ah, hier schloss ich liegen, da hinten. Ich bin ja schon fast zu Hause hier. Muss allerdings eben safen gehen. Blue Man Group. Die machen wir gleich alle weg hier, die blauen Männer. Einfach nur mal so. Muss was töten. Wenn kein Spieler hier rumeiert. Vielleicht kommt da jemand. Da ist ja auch jemand heiß. Ich brauche halt Brennstoffen für Spritzen, ne? Ich habe ein paar Spritzen verteilt. Ich habe hinten so kleine Putze, die da auf dem See steht. Ich weiß nicht, ob es im Video zu sehen war. Habe ich halt auch eine Ausrüstung reingelegt mit Waffen hier komplett. Also halbautomatisches Gewehr, SMG, Python. So, ach, guck mal, hier das Tor und die Dingens hatte ich eh vergessen. Ja, ich habe ein Suit hier vorne liegen, aber ich bringe es mal eben nach hinten. Lass mich doch erst rein, ey. Mein Gott. So, was haben wir? Die Hälfte haben wir. 700. Später weitermachen. Gut, alles klärchen. Weiter geht's. Oh Mann, ey. Lass mich durch. Dass das alles nicht eng ist hier, ne? Wenn ich das Fleisch jetzt wieder mit nach vorne genommen habe, ja. Weil ich es kann. Ja, ich wollte mal dieses komische Ding hier squappen. Was da rauskommt, ob man es überhaupt squatten kann. The Oil Raffinery. Könnte ich natürlich auch mal eine hinstellen bei uns. Ein bisschen wenig Muni mit jetzt, um da mich mit der Scientist anzulegen, aber. So, mit dem Python. Teppich geil. Mit den beiden spielen. Oh Mann, ich muss nochmal zurück. Ich bin voll. Ihr wird wahrscheinlich schon am Schreien, oder? Alter, du brauchst doch Karten. Naja, kann ich auch nochmal ein bisschen Muni mitnehmen.
Komplett vernagelt, der Kerl, ey. Ja, das habe ich natürlich hier liegen, aber auch keine grüne Karte, also muss ich eh nach hinten. So, jetzt aber. Juti. Blaue Karte, grüne Karte haben wir. Dinge können wir gleich hier lassen. Das können wir auch hier lassen. Teppich können wir hier lassen. Oh, du, aber meine Güte, da. Dun, 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 dun. Kraftwerk. Ich weiß auch nicht. Kann halt einfach an so einem Sofostein nicht vorbeilaufen. Zumindest wenn ich eine Hacke mit habe. Ja, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Dun, 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 dun. So. Was geht? Er muss aber schon angefreckt gewesen sein. Junge, lauf doch nicht weg, ey. Da sind gleich zwei, guck mal. Angestochenes Schwein. Da ist auch noch einer, oder warst du ein Spieler? Das ist auch ein blauer. Knister, Knaster, Knäusken. Oh, das ist sogar gelohnt, ne? Hallo. Du Feige. Ernsthaft? Einer rennt da irgendwo rum, der komplett low ist, und er rennt da rum, der komplett low ist. Ist doch nicht dein Ernst, Junge. Noch einer. Junge, Junge, da.
Lohnt sich ja sogar, hä? Ja. Aim war so semi. Hey. Oh, der war schlecht. Ach komm, dass du noch lebst, Alter, was ist los? Mei, da ist auch noch mal einer. Nee, vorne. Oh, der wäre gewesen. Jetzt müssen wir ihn jetzt machen. Wir brauchen nur noch einen. Down. Dafür ist er jetzt weg. Ja, der kann auch nicht mehr viel brauchen. Spürt das echt dahinter im Waggon? Naja, mal so jetzt. Ach, guck mal hier. Meine Güte, ey. Jetzt ist er down. Dene zieht, der trifft er. Oh Mann, ey. Ja, Python ist bei mir immer Einspielungssache. Wenn ich da erstmal so hier ein Stündchen mit rumgeballert habe, dann geht's auch wieder. Dann klappen auch meistens wieder so die Doppelschüsse. Brauche ich jetzt gar nicht versuchen erst. Kenn mich ja. Oh. Ja, werden wir gleich schon erwischen. Oh, sieht aber schlecht aus hier. Da muss erst einer gewesen sein. Weil das nur normale Kisten sind. Man spielt für unser Vorhaben keine Rolle jetzt. Geht's eh nur um Scrap. Scrap, Scrap. Und bestimmt der vorhin hier rüber geflogen ist. War bestimmt hier im Kraftwerk. Gönn dir. One man fucking down. Hat aber nicht ewig liegen zu bleiben, was diese droppen. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob die einen Rucksack droppen. Ach ja, ist doch gut, ey. Dann manche Kiste so stark. So stark. Ja.
Ich weiß nicht, wo wir den gelegt hatten. Hier? Nö. Egal. Hallo. Schon aus einem Spiel da rein. Beiden nehmen, ich habe keine Muni mehr. Was weiß ich. Krass, und schon voll. So, ich kann natürlich auch wieder einer drin hocken. Karte nehmen wir gleich mit. Do it. Lederhandschuh. Plane. Für Waffenteile keine Fehler, ey. Na also. Karten könnten wir natürlich auch mal ins Bandit Camp bringen. Obwohl. Gönn dir den einen Kürbis. Ist schön, dass du hier weiter scrapst, ey. Schon wieder voll, oder was? Alter. Los Granatos nehmen wir mit uns.
Oh, was bist du? Ach, ich hab nur Scheiße. So. Ja, dauert ein bisschen. Gibt auch irgendwie nur 45 Schießpulver, aber. Scheiß drauf, wir nehmen es jetzt mit. Können jetzt dann nochmal aufs Dach gehen. Aber da war ja nie was bisher. War eigentlich immer der Meinung, hier war früher immer noch eine Kiste oben. Aber wie ihr seht. Nischt. 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 Ja, sollen wir es nochmal versuchen, hier aufs Dach zu springen? Wir haben ja 4 Spritzen gerade gefunden. Ja, siehst du, dann geht das auch. Und Damage, ja, hier ist schon wieder ein blauer. Oh Mann, ey, komm her, Junge. Ja, ich hätte wieder da durchs Tor gehen können. Fragt mich nicht. Wollte halt eh noch mitnehmen, weil wir den vorhin angehittet haben. 22 Scrap, also. Kann man schon mal für anhalten. Nice, mehr davon bitte. Ja, sehr gut. Joa, mein Gott. Wir haben ja durch unsere Türen zahlen wir ja ein bisschen mehr mittlerweile. Respawn ist hier. Extrem. Wollte ich sagen. Bevor ich hier unterbrochen wurde. Ah, der beschießt uns gleich wieder im Runtergehen. Aber hier kriegen wir jetzt noch mal 2 Federn. Schade. Nicht beschreien, ne? Das war, glaube ich, nur eine Mettkiste hier immer. Sogar nur eine Essenskiste. Ja, mit 400 Scrap in der Tasche kann man mal anhalten, um Suchstein zu kloppen. Ist richtig, Leute. No risk, no fun. Ja, sind sogar genau 400, ne? Den Blaumann oder was? Ja.
Lauf, Forrest. Mir wirkt hier noch so ein verkackter Stein zum Verhängnis hier. Ohne Witz. Jo, jo, jo. Ist eh alles voll. Die Dinge kriege ich schon mal mit. Drei Federn, sau geil. Wir drei halbautomatische craften. Aber aktuell geht es ja auch mit der Python Kombo ganz gut. So, was haben wir denn? Joa, Karten eintauschen im Bandit Camp und dann hätten wir es im Sack. Könnte ich natürlich auf Federn liegen lassen und wir könnten uns zwei Federn was. Aber macht ja nichts, wir können uns jetzt zur Not auch noch Federn kaufen. Aber Federn findet man ja auch immer ganz gut. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon, das Fenster? Können wir auch schon. Können wir auch schon. Na, dann schmeiß einfach weg. Funksender könnte ich natürlich drüben hinpacken, das können wir vorne in die Kiste, mal ein Waffenlicht. Ihr seht, ich habe jetzt hier nicht mehr viel auf Kante, ne? Deswegen, ich müsste noch mal ein bisschen was craften. Die Hauptbutze, ich habe es halt alles verteilt. Ich denke, das ist ja, wir haben natürlich hier den Schrank auch voll mit Waffen. Also. So ist ja auch nicht. Und nochmal eben hier. Geil, die haben wir alles am Start jetzt. Die Pilze drin, was soll das? Gut. Ja, aber lass uns mal jetzt mal noch eben zum Bände im Camp, so zum Abschluss. Mehr mit etwas längere Folgen, aber sind ja eh alles lange Folgen. Dass jetzt 10 Minuten mehr sind oder weniger. Wen juckt's? Ach ja, hier Explomune habe ich, Leute, ne? Von unseren Nachbarn. 9 Stück kassiert gehabt. Die lagen vor seiner Tür rum. Frag mich nicht wieso, weshalb, was die da extra hingelegt hat, ich weiß es nicht. Ich hab's aufgesammelt gehabt, ich hab's auch noch nicht gelernt. Nochmal ein Visier. Wäre schön für der MP5, also jetzt mal eine MP5 bauen könnte, die voll ausschlagen, hier schön mit Schalli und Dingens drauf. Oh, Schalli, das muss man nur benutzen, aber hier schön Visier drauf, Waffenlicht. Jetzt nicht so viel, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was waren es nochmal? 50, 60, 80? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas fliegt dort draußen schon wieder. Dann läuft auch nur noch. So unten hin. Ja, 600 oder was? 640 sollten wir kriegen. Überlege ich halt, ob wir ein bisschen gambeln. Das wäre natürlich mega. Die brauchen wir hier. Ich habe keine blaue Karte mehr. Auf jeden Fall blaue Karten organisieren. Da kein Hammer mit.
Mehr Axt brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen. Picke reicht auch zum Fässer kloppen. First Aid, Blasels, das passt alles. Obwohl, ich zieh mal. Ich weiß auch gar nicht, ob die uns ja jetzt beschießen. On the Bandit Game. Ich weiß es nicht. Vorher rausnehmen, so ein Inventar packen. So. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist das jetzt echt der richtige Drecksedi oder was? Hört sich gerade so an, ne? Dann nur zu sehen. Oh Mann, ey. So viel dazu. Sollen sie sich von unserem Vorhaben abbringen? Ey, mach doch den Skin, Alter! Na, also! Da auch nochmal einen hin. Schicki, oder? Bandit Camp war ich noch nie. Wo muss ich lang, ey? Was geht? Güterbahnhof war ich auch noch nie. Hier sind Shops, ey. Schäfe, ja, alles gut, ey. Der Außenposten wird uns auf jeden Fall beschießen. Ja, hier ist seine Base. Ah, guck mal, jetzt hat er überall Dinger drauf. Ich bin nämlich vor so einer Base hoch mit zwei Leitern und dann über die Mauern gesprungen. Ich habe hier nur die Fehler aufgezeigt. Ich habe es leider nicht aufgenommen gehabt. Die werden bestimmt auf uns schießen hier. Oh. Links die Kisten, ne? Gerade die hier, wo wir eine Chance auf eine Feder haben. Cooler Scheiß. Und keine Scientists hier. Was ist los? Ey, ist jetzt echt die Wanderung gerade noch eine Kiste. Ist hier jetzt echt verschwunden? Oh, mal müssen wir die ganzen Fässer hier mitnehmen, aber. Nein! Wir gehen jetzt knallhart Banditen, Johnny. Und werden auch ein bisschen gambeln. Ein bisschen. Nicht alles. Nicht alles werden wir vergambeln. Ich weiß nicht, was fehlt uns jetzt noch? Noch mal gucken, was die jetzt kostet. 1500, glaube ich. Hier war ich noch nicht einmal looten. Krass, oder? Ich meine, ansonsten können wir auch alles vergammeln. Da muss ich halt noch mal, wie gesagt, hier einmal Güterbahnhof oder so ein Scheiß looten gehen halt. Oder noch mal Kraftwerk, wenn sie da respawned ist. Da kriegen wir auch immer 300. Wenn wir alles scrappen, kriegen wir auch ein bisschen mehr. Also das geht schon alles. Ja, vielleicht gewinnen wir ja jetzt auch beim Gambeln. Wer weiß jetzt schon? Ich wollte gerade sagen, ich wundere, dass hier keine Scientists sind, da ist der erste. Cargo! Na, hab ich gerade keinen Bock drauf. Wird sich natürlich lohnen, also vom Loot her. Allerdings lese ich es jetzt, also wenn dann, ne? Hätten wir jetzt sofort los und, ja. Aber gut, wir gehen jetzt gambeln hier, fertig. Ihr habt ja auch gesehen, was wir noch liegen haben, also.
Wenn jetzt irgendwie zwei, dreimal gewinnen würden, richtig fetten Jackpot holen würden, dann wird vielleicht noch mal ein bisschen Motivation kommen. Hoffen wir mal, die knallen uns jetzt nicht ab, das ist erstmal viel wichtiger. Hallo? Wie ist ihr? Nee, ne? Bisschen lieb, oder? So stark. Steintor und Steinwand und sowas alles jetzt für Low lernen könnten wir natürlich schön. Wo muss ich denn hin hier überhaupt? Hier habe ich schon direkt vor mir. Nee. Mein weiter. Hallo? Das ist aber ein ganzes. Das sind. Ach, das sind die Dinge. Genau, die wollte ich ja mal antesten, ne? Gucken wir gleich nochmal wieder. Darüber oder was? Mal, wir können da hinten auch hochspringen. Alter Spiel, dein Ernst. Servus. Ja, bevor wir zocken gehen, ich will eben hier mir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 9, dann hätte ich mal nur 9 gekauft. Aber gut. Wollte ich die ganze Zeit schon mal antesten. So PvP, ob es irgendwie was rausreißt. Noch keinen gesehen, der die irgendwie nutzt. Aha, ich denke mal so 5 oder was. Servus! Dunkeln zocken. Ey! Wie liegt hier rum? Tasty, wie immer, Alter. Wie immer, ey. Warum müsste man hier mal hingehen und ihn töten? Auch so. So Bug-Using, ne? Packst dein Inventar voll, der läuft hier hin und legst dich hier hin, ey. Der hat er wahrscheinlich nicht. Der liegt hier einfach, weil er hier liegt, ey. Aber fertig ist. Alles klar. Wir gucken mal, was abgeht. Setz dich erstmal hin hier. 500 hätten wir. Ja. Das sieht doch gut aus, oder? So nah an der 20 ist auch die 20 drin. Und ansonsten. Fünf oder drei. Können wir es kurz und schmerzlos machen, Leute? Ich habe so ein Gefühl auf die 5, aber ich nehme die 3. Do it! Komm, do it! Ich ärgere mich gleich wieder, dass ich nicht die 5 genommen habe. Eieieiei, 20 wird schon mal nicht. Fick dich, Junge, fick dich! Das war's. Eins war es, noch nicht mal die 5. Gut, Leute, alles verballert. Naja, wie gesagt, Karten machen wir so nebenbei. Ist schon alles gut. Ich würde Werkbank halt nochmal irgendwie ein Loot dran machen. Ich brauchte aber noch für irgendwas 250 Scrap. Irgendwas wollte ich noch lernen für 250. So. Ja, müsste ich halt einmal Raketenbasis oder so machen. Mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, alles andere in die Kommentare. Ja, ich werde jetzt nach Hause laufen, werde vielleicht dann gleich nochmal ein bisschen nochmal einen oder anderen Loot Run machen oder so. Aber ohne Aufnahme. Und
Normal müsste man mal echt hier so die Zeit verbringen und mal hier gucken, ob es hier irgendwie ein System gibt oder ob das komplett random ist. Mich mal interessieren. Ja, und dann, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob wir uns nochmal wieder hören, sehen. Kann sein, dass wir gewählt werden in der nächsten Zeit oder so. Ihr wisst, die Staffel steht ja unter dem Motto: Nichts muss, alles kann. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, alles Gute, bis die Tage.